Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute endlich mal wieder einen Live-Test für euch. Eine Zeit lang war das ja wirklich so das Hauptthema auf meinem Kanal. Es ist immer eine Sache, die ich super, super gerne mache. Das Ganze habe ich schon mal ähnlich bei Mrs. Bella gesehen und da hat sie nämlich zwei Produkte gegeneinander antreten lassen und ich hatte ja auch schon mal diese Battle Sunday-Reihe mit Julia und da gab es ja auch immer zwei Produkte oder zwei Firmen, zwei Marken, die gegeneinander angetreten sind und ich habe heute etwas ganz Cooles mit euch vor. Und zwar habe ich ein super cooles neues Produkt, was ich schon seit Ewigkeiten mal in der Art testen wollte. Nämlich von der Marke Magnetone London habe ich den Blend Up. Das ist der Vibrasonic Makeup Blending Brush und der ist für Flüssigkeiten und für Puder. Und das ist, ich hole ihn mal raus, er ist so schön. Das ist dann quasi ein Make-up-Pinsel, der quasi vibriert und das Make-up flawless, also makellos in die Haut einarbeiten soll. Und das hier ist das wunderschöne Stück. Das ist der Vibrasonic Makeup Blending Brush. Wunderschön. Ich liebe das Design einfach. Damit soll die Foundation auf jeden Fall flawless werden. Da gibt es ja noch mehr Infos zu. Auf jeden Fall gibt es heute ein Battle mit dem altbekannten Beauty Blender. Ich glaube, jeder kennt ihn, jeder hat ihn und oder jeder hat ihn zumindest schon mal getestet. Ich benutze ihn seit Jahren. Habe mich aber öfter auch schon mal drüber geärgert, weil manchmal zieht der bei mir nämlich zu viel Wasser. Und dann setzt sich mein Make-up an manchen Stellen so ein bisschen blöd ab, aber an sich immer ein verlässliches Produkt. Und heute treten die beiden gerne an. Den gibt es bei Any Brands. Das ist eine Seite, die haben super viele coole Kosmetikprodukte. Ich packe euch den Link mal in die Infobox, also schaut gerne vorbei. Ich habe auch einen Rabattcode für euch. Den blende ich euch jetzt auch mal ein. Da könnt ihr dann sogar noch Geld sparen, aber da gibt es auch nochmal alle Infos in der Infobox. Also unbedingt heute in die Infobox gucken. Und wie gesagt, bei Any Brands und der ist jetzt schon so unfassbar weich. Ich gebe euch jetzt aber noch mal ein paar Infos hier zu dem Blend-Up von Magnetone London, weil ich glaube, das ist jetzt das Produkt, was noch nicht alle kennen. Ich habe mir mal hier das alles aufgeschrieben und zwar ist es ein Make-Up-Pinsel mit der Vibrasonic-Technologie. Vermischt das Make-Up optimal und schnell, sorgt für ein professionelles Make-Up-Finish, verleiht einen ebenmäßigen Teint ohne Cakey-Effekt. Das finde ich super gut, weil es soll wirklich wie Airbrush-Make-up aussehen und das ist eigentlich das, was man ja bei einer Foundation und was ich vor allem auch seit Jahren versuche, bei einer Foundation zu erzählen, dass sie wirklich wie aufgesprüht aussieht, also wirklich so richtig flawless und gleichmäßig. Wie gesagt, mit Vibrasonic-Technologie, also der vibriert, der wird das dann in zwei Stufen, kann man den, glaube ich, einstellen. Die erste Stufe ist dann Blend, also für Foundation, Concealer, BB-Cream und Puder und die zweite Stufe ist Airbrush für Rouge, Bronzer und Highlighter. Was ich auch ganz interessant finde, der verfügt über antibakterielle, festgebundene und extra weiche Biomaster-Borsten ohne Ausfall und man soll den Bürstenkopf auch ganz einfach wechseln können. Also wirklich mega cool. Der hat sogar eine Selbstreinigungsfunktion. Also wenn man 3 Sekunden auf den Knopf drückt, dann kann man die damit aktivieren und man kann ihn ganz schnell innerhalb von 2 Stunden aufladen per USB. Was ich auch sehr, sehr gut finde, man soll damit auch, und das ist ja allgemein bei Pinseln, so weniger Make-up brauchen, weil meist ist es ja leider so, dass man beim Beauty Blender so viel Make-up braucht, weil der ja selbst schon gefühlt die Hälfte aufsaugt. Ich würde sagen, ich schminke jetzt mal mein Gesicht bis auf Augenbrauen und ja, Augen ab. Das muss ja jetzt nicht sein, das dauert auch immer zu lang, das wieder neu zu schminken. Und dann komme ich ein bisschen näher ran und wir machen den direkten Vergleich. So, ich habe mein Gesicht jetzt vorbereitend eingecremt und deswegen glänze ich jetzt auch gerade. Und habe jetzt meine Foundation geholt und wir werden jetzt mal mit der ganz normalen Beauty Blender Seite anfangen. Ich habe jetzt mal hier so 2 Pumpstöße aufgegeben. Und da benutze ich jetzt einfach mal die linke Seite und mache das so, wie ich es immer mache. Ich habe jetzt hier meinen kleinen Spiegel und dann arbeite ich das einfach ein. Ich nehme dafür immer den Popo quasi vom Beauty Blender und ja, gehe dann da einfach drüber. Und ja, ich merke halt hier schon, also es lässt sich natürlich super verblenden, aber ich merke schon, wie eigentlich immer, dass es sehr viel Produkt saugt. Es ist wirklich viel, viel, viel Produkt und man muss unfassbar lange einarbeiten, damit das dann wirklich das Ergebnis erzielt, was man haben möchte. Und man muss auch immer noch mal was nachnehmen und so ein bisschen schichten, um wirklich alles abzudecken, was man gerne hätte. So, ich habe die Seite jetzt mal so weit eingearbeitet und jetzt gebe ich in Punkten, genau wie auf der anderen Seite, das Produkt auf und gehe dann mit dem Blend-Up mal gleich drüber und ich bin sehr gespannt. Und ich habe jetzt gerade nochmal hier in der Anleitung gelesen, also ich nehme jetzt den ersten Modus, und zwar den Blend-Modus. Das ist eher so für die Base, also Concealer und Foundation. Also drücke ich jetzt einmal und fange an, das auf meinem Gesicht zu verteilen. Es fühlt sich auf jeden Fall super schön weich an, also richtig angenehm.
Das ist wie so eine Massage fürs Gesicht. Und es geht auf jeden Fall ruckzuck. Also ihr seht, ich habe jetzt extra die Methode genommen für eine stärkere Deckkraft. Also in Punkten aufgeben. Wenn ihr weniger Deckkraft haben wollt, müsst ihr laut Anleitung es einfach nur auf die Bürste auftragen und dann ja direkt aufs Gesicht. Aber ich habe mich jetzt mal für ein bisschen mehr Deckkraft entschieden. Und ich finde, man sieht jetzt auch schon, dass auf der rechten Seite einfach mehr Deckkraft da ist. Obwohl ich jetzt, es ist die erste Schicht und ich bin eigentlich schon fertig. Also ich meine, ihr seht es ja selbst, ich bin jetzt da einmal über alle Stellen drüber gegangen und es ist schon ultra deckend. Und es ist übrigens sehr, sehr weich und sehr, sehr angenehm. Und man sieht hier, dass hier immer noch so ein bisschen Rötungen durchschimmern. Und ich finde, hier ist es schon viel besser abgedeckt einfach. Also ihr könnt ja selbst jetzt mal das Ergebnis sehen. Auf der rechten Seite finde ich, also ich habe sowieso aktuell einige Rötungen im Gesicht, weil meine Haut einfach wieder, seitdem ich in Deutschland bin, sehr angegriffen ist. Aber auf der rechten Seite sieht man, dass es viel besser abgedeckt ist. Und es sieht wirklich richtig gut aus dafür, dass ich wirklich eine größere Menge jetzt drauf habe. Auf der linken Seite schimmern trotzdem noch die ganzen Rötungen so ein bisschen durch. Jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar zum Concealer. Und dann trage ich das jetzt einfach mal da auf, wo ich es normalerweise auftrage. Und zwar gebe ich das immer so in Punkten schon unters Auge. Und dann fange ich auch wieder auf der linken Seite mit dem Beauty Blender an. Also den müsste ich jetzt zum Beispiel auch langsam wieder nass machen. Das ist natürlich auch immer noch so eine Sache. Dauert mit dem Beauty Blender jetzt auch nicht besonders lang. Das geht eigentlich ganz schnell. Da hat man auch schon die Routine drin. Und jetzt nehme ich auch hier wieder die erste Stufe, weil die soll auch für Concealer sein. Und es ist Gott sei Dank auch unterm Auge super angenehm. Da hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht nicht so angenehm sein könnte. Und er passt sich auch relativ gut hier meiner Kontur an, weil er auch ganz klein ist. Und fertig. Das ging jetzt so schnell. Also die Seite hier ging noch schneller als die. So mein Empfinden jedenfalls war so und ist besser abgedeckt als die andere. Und trotzdem konnte ich ihn sehr, sehr schön hier in die Furche quasi reindrücken, wo ich erst dachte, dass es vielleicht nicht so passt, aber der ist sehr biegsam. Die Beauty Blender Seite sieht auch super aus. Also das ist wirklich, das kommt sehr nah aneinander ran. Ich decke nochmal so ein bisschen meine Rötungen hier ab, die ich aktuell so habe. Zack, schon verblendet. Also wirklich, das... Wow. Und jetzt habe ich nochmal ein Contouring- bzw. Bronzer-Produkt. Und zwar ein Cream-Bronzer. Da werde ich gleich mal die zweite Stufe ausprobieren. Aber jetzt fangen wir erstmal wieder hier an. Auf der linken Seite. Und wieder mit dem Beauty-Blender. Dann nehme ich jetzt wieder den Popo. Und ich finde zum Beispiel, also Concealer auftragen super mit dem Beauty-Blender. Ja, Cream-Produkte, da habe ich das Gefühl, ich bewege ganz oft einfach nur meine Foundation hin und her. Und da werde ich da auch noch ein bisschen mehr brauchen, sehe ich gerade. Ich habe mal das Licht ein bisschen runtergestellt, damit ihr das Dunkel auch besser seht. Also ich benutze sehr selten Cream Bronzer und sowas in der Art, weil das einfach immer sehr lange dauert und ich da morgens auch vor allem jetzt nicht so viel Zeit investieren möchte. Also ich nehme jetzt schon die zweite Schicht hier für den Beauty Blender. Ist auf jeden Fall solide verblendet. Auch wieder einfach einen Strich hier vergeben und dann gehe ich jetzt mal in die zweite Stufe rein. Also Airbrush. Ja, und fertig. Da brauchte ich jetzt auch wieder weniger Produkt und es ist auch schon, also ich finde, hier ist das Ergebnis sehr ähnlich, allerdings ging es hier auch wieder schneller und ich brauchte hier weniger Produkt und ich finde, hier ist es gleichmäßiger verteilt. Also ja, hier finde ich, ist es ein bisschen fleckiger geworden. Ihr könnt mir gerne mal euer Feedback schreiben, aber ich bin mega beeindruckt. Ich finde, ich sehe schon relativ airbrushed aus und auch irgendwie jetzt so ein bisschen sonnengeküsst. Dadurch, dass ich jetzt halt wirklich, ich habe aktuell kein Puder im Gesicht, sondern nur Cremeprodukte, die ich alle sehr schön verblenden konnte. Man kann damit auch Puder verblenden. Wie gesagt, das Produkt gibt es bei Any Brands. Unbedingt mal vorbeischauen. Die haben wirklich mega coole Sachen dort im Shop und eine riesen Auswahl. Also ja, und zu dem Test, ich meine, ihr könnt es selbst sehen. Es ist wirklich hier wesentlich besser abgedeckt. Es ging viel schneller. Ich brauchte weniger Produkt. Ich bin wirklich, also ich ärgere mich, dass ich das nicht schon vor Jahren ausprobiert habe, wo ich die ganzen Videos gesehen habe, wo alle das getestet haben, allgemein diese Bürsten gegen den Beauty Blender. Ich glaube, ab jetzt wird das mein neues Lieblingstool so für mein Make-up, weil ich jetzt hier für viel weniger Zeit gebraucht habe. Also ihr könnt mir, wie gesagt, gerne mal euer Feedback schreiben. Ich packe euch nochmal den Rabattcode hier hin, falls ihr jetzt auch Lust habt, nachzushoppen und alles weitere in die Infobox. Also schaut gerne vorbei. Vielen Dank, dass ihr beim Live-Test wieder dabei wart. Schreibt mir gerne, was ich als nächstes testen soll, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.